Hey, Holkartoffeln, ein weiteres Animal Crossings New Horizons Video ist heute auf meinem Kanal für euch am Start und in diesem Video präsentiere ich euch ein paar Dinge, die euch das Spiel selbst vorenthält. Das werden also ein paar geheime Tipps und Tricks sein, wobei Veteranen von euch schon manche kennen könnten, denn die sind schon länger in der Serie verwurzelt, aber auf der anderen Seite gibt es auch wiederum Sachen, die gänzlich neu mit dem Switch-Teil hinzugekommen sind. Wird also ein kleiner Mix, auch für Veteranen wird auf jeden Fall was dabei sein und für Einsteiger sollte so gut wie jeder Tipp nützlich sein. Wir fangen mal gleich an damit, dass man mit einem gezielten Druck auf manche Tasten das Spielgeschehen um einiges beschleunigen kann, zum Beispiel bei jedem Dialog oder besser gesagt Monolog, denn ihr antwortet ja so gut wie nie, könnt ihr, sobald der Satz anfängt, die B-Taste drücken, damit der Text in doppelter Geschwindigkeit durchläuft. Super praktisch, ihr könnt auch die B-Taste drücken, um schneller zu laufen, etwa doppelt so schnell. Früher war das so, dass man damit auch Gras und Blumen kaputt gemacht hat. Das ist jetzt nicht mehr ganz so extrem, man kann immer noch Blumen ein bisschen kaputt machen, indem man zum Beispiel da drüber läuft, aber da macht man nur die Blüten kaputt. Die sind aber nach 3 Tagen wieder da, also nichts Permanentes. Auf der anderen Seite könnt ihr zum Beispiel den A-Knopf drücken, um Werkzeuge doppelt so schnell herstellen zu können. Also ihr müsst da nicht nur einmal gedrückt halten oder nur einmal drücken wie bei den Monologen, sondern ihr müsst da permanent A drücken, quasi mashen, damit das ein bisschen schneller vorangeht. Und ihr könnt auch, und das ist sehr, sehr praktisch, Items direkt durchschalten mit den Pfeiltasten auf dem Switch-Controller. Nach links und rechts könnt ihr quasi, wie die Sachen in eurem Inventar platziert sind, auch die Items durchschalten. Ihr könnt auch einfach die Items nehmen, mit einem A-Knopf gedrückt halten und die quasi umplatzieren. So könnt ihr quasi eure Leiste selbst anpassen, was ihr weiter rechts haben wollt, zum Beispiel von der Angel. Ich kann euch sagen, ich habe immer Angel, Kescher und dann je nachdem, was ich gerade sonst noch machen möchte, auf dem dritten Slot, damit ich eben die 3 wichtigsten, zum Beispiel auf den anderen Inseln, die man besucht, gleich anwählen kann. Ihr könnt auch mittlerweile bei diesem neuen Teil hier über Löcher springen, wenn ihr zum Beispiel den B-Knopf gedrückt haltet, entweder so seitlich oder direkt einmal quer drüber. Ihr könnt sogar euch durch kleinere, enge Gänge quetschen. Das ist auch neu und das sieht echt putzig aus. Hier zum Beispiel zwischen dem Terrarium und der Werkbank. Außerdem könnt ihr auch Löcher zugraben, wenn ihr gerade keine Schaufel zur Hand habt, indem ihr einfach davor steht und den Aufheben-Knopf drückt, also Y. Und ihr könnt auch alle Items sofort aus der Hand legen, indem ihr die Pfeiltaste nach unten drückt. Kann manchmal praktisch sein, zum Beispiel, wenn ihr einer Sternschnuppe begegnet, dass ihr dann in den Himmel guckt und die Hände frei habt, damit ihr einen Wunsch rauslassen könnt. Glaubt mir, das wird sich später noch bezahlt machen. Ja, das alles war jetzt quasi ein Punkt für euch zusammengefasst. Einfach nur Dinge, die euch das Spielgeschehen um einiges erleichtern werden. Glaubt mir, wenn ihr hier die Pfeiltasten benutzt, ist das sogar fast schon manchmal angenehmer als das Radialmenü, das ihr euch dazu kaufen könnt. Ihr seht, wie schnell ich das mache. Wenn man sich das ordentlich durchplant, Sprungstab neben Kescher, neben Angel, dann habt ihr halt in so Küstengebieten, wo ihr noch keine Brücken habt, überhaupt keine Probleme, trotzdem alle Aktivitäten zu machen, ohne umständlich ins Menü zu gehen. Ihr könnt angeln, ihr könnt Sachen mit dem Kescher fangen, ihr könnt über die Flüsse drüber springen mit dem Sprungstab, ihr könnt euch auf den 4. Slot noch die Schleuder setzen, falls mal ein Luftballon vorbeifliegen sollte. Und jetzt machen wir weiter mit dem 2. Punkt und das ist, dass manche Sachen sich einfach über die Zeit ergeben. Animal Crossing ist so ein Spiel, da lohnt es sich gar nicht, an einem Tag 20 Stunden reinzuballern wie bei anderen Spielen, sondern manche Sachen sind an zeitliche Aktivitäten gebunden, also zeitliche Fortschreitung, dass man zum Beispiel eine Brücke plant, die wird aber erst am nächsten Tag fertig. Genau das gleiche mit dem Museum, mit anderen Lokalitäten. Es bringt also hier nichts, nachdem ihr die Sache schon fertiggestellt habt, geplant habt, trotzdem noch viel massiv weiterzuspielen. Es lohnt sich eher viel mehr, regelmäßig mindestens eine Stunde zu zocken und vorbeizugucken. Und so ist es dann auch, dass ihr jeden Tag einige Sachen machen könnt. Zum Beispiel könnt ihr Fossilien ausgraben oder Flaschenpost am Strand finden, aber das eben nur immer in begrenzter Anzahl. Dafür aber jeden Tag lohnt sich also, so gewisse Sachen auf jeden Fall täglich anzugehen. Und ihr könnt gewisse Werkzeuge auch erst freischalten, wenn ihr andere Sachen dafür gemacht habt. Zum Beispiel das Museum gibt euch ein Rezept für die Schaufel. Oder wenn ihr eine gewisse Progression habt, bekommt ihr erst die Leiter. Aber wenn ihr Freunde habt und im Multiplayer spielt, können euch diese Kollegen schon die Werkzeuge vorher geben, damit ihr schon mal ein bisschen Fossilien graben könnt oder eben die oberen Plattformen eurer Insel schon mal erkunden könnt. Das finde ich wirklich sehr cool, dass das überhaupt möglich ist. Und so könnt ihr eben euren Freunden aushelfen, damit die schon mal zum Beispiel ein paar Fossilien auf Vorrat sammeln können.
Machen wir weiter mit Punkt 3 und das sind, ich sag mal, zufällige Ereignisse. Auch davon gibt es nicht zu knapp hier in Animal Crossing. Zum Beispiel gibt es oft auch zufällige Bewohner, die irgendwo auftauchen. Ich will mal nicht zu viel spoilern, aber ihr solltet auf jeden Fall jeden Tag auch mindestens einmal die komplette Insel durchkämmen nach zufälligen Leuten, die vielleicht mal auftauchen könnten. Und ihr könnt auch öfter mal, wenn ihr Probleme habt, mal mit den Bewohnern sprechen, denn die geben euch oft nicht nur Tipps, sondern eben auch Rezepte, zum Beispiel hier ein Rezept für die Medizin oder eben auch Rezepte, die ihr manchmal bekommt, wenn ihr Schrott zum Beispiel angelt. Dann bekommt ihr hier den Geistesblitz, dass ihr mit dem Schrott auch selber was anfangen könnt. Also hier lohnt es sich auch mal ein paar mehr Aktivitäten zu machen, im Gegensatz zu Punkt 2. Ihr könnt also, nachdem ihr eine Sache fertiggestellt habt, natürlich trotzdem noch weiter zocken, eben in der Hoffnung auf solche zufälligen Aktivitäten, von denen es wirklich nicht zu knapp gibt. Vielleicht mache ich dazu nochmal ein eigenes Video. Zum Thema der täglichen Aufgaben, was davon ihr jeden Tag machen könnt und solltet, werde ich wahrscheinlich morgen ein Video raushauen, dann wisst ihr auch genau, was mit diesem Punkt gemeint ist. Aber konzentrieren wir uns erstmal auf die Liste in diesem Video und den nächsten Punkt davon. Und zwar geht es jetzt um die Gewinnmaximierung von Rohstoffen. Ihr könnt zum Beispiel aus Steinen gewisse Rohstoffe rausschlagen, entweder mit der Axt oder mit der Schaufel. Am besten natürlich mit verbesserten Werkzeugen, damit die nicht so schnell kaputt gehen. Aber ihr könnt hier zum Beispiel einen kleinen Trick anwenden und dann könnt ihr das Maximum an Ressourcen aus jedem Stein holen. Und das ist quasi um den Stein herum exakt 8 Sachen. Ihr könnt euch quasi so ein Schachbrettmuster vorstellen, wo der Stein in der Mitte ist und eben 8 drumherum. Und jedes Item erfordert genau einen Platz. Ihr könnt also nicht mehr als 8 rausholen und ihr müsst auch erstmal die Fläche davon freimachen. Zum Beispiel, wenn da Unkraut liegt, dann kann an dieser Stelle nicht noch etwas landen. Also wenn ihr einen Stein abklopfen wollt, macht unbedingt zumindest die 8 Felder dann erstmal frei, die drumherum sind, falls ihr eben, wie gesagt, das Maximum rausholen möchtet. Und dann geht es darum, euch Löcher hinter euch zu graben, sodass ihr nicht wegrutschen könnt und eben permanent draufschlagen könnt. Denn es ist bei Steinen so, dass ihr da meistens 6 bis 7 Mal einfach so locker draufschlagen könnt. Aber die letzten paar bekommt ihr nur, wenn ihr wirklich durchgehend draufschlagt, ohne auch nur eine Sekunde verstreichen zu lassen. Und das macht ihr eben, indem ihr euch quasi dieses Schachbrettmuster nochmal vorstellt und dann genau an den Ecken jeweils ein Loch über euch grabt und ein Loch neben euch sozusagen. Ich mache es euch einfach ein paar Mal vor, dann wisst ihr genau, was gemeint ist mit diesen Löchern. Ich denke mal, es ist das Einfachste, wenn ihr es einfach repliziert und ein bisschen ausprobiert. Es ist wirklich nicht allzu schwer. Aber es gibt eben auch zum Beispiel jeden Tag einen Sternistein, wo ihr eben dann permanent mehr Geld rausschlagen könnt, wenn ihr euch gut anstellt. Also das lohnt sich wirklich, wirklich sehr, dieser Tipp hier mit den Löchern hinter euch. Und die müsst ihr auf jeden Fall machen, damit ihr eben keine Zeit verschwendet beim Draufschlagen auf den Stein. Bei den Bäumen gibt es ebenfalls einen Tipp. Und zwar könnt ihr dort mit der Eisenaxt 2-mal einen Baum schlagen, um Holzressourcen rauszubekommen. Beim 3. Schlag würdet ihr allerdings den Baum fällen. Trotzdem würde jeder Baum 3 Holzressourcen an sich geben. Falls ihr also den Baum nicht fällen wollt, trotzdem das Maximum an Ressourcen rausbekommen wollt, dann kann ich euch nur die Steinaxt empfehlen. Auch das ist eine verbesserte Version der wackeligen Axt und mit der könnt ihr einen Baum so oft schlagen, wie ihr wollt. Ihr bekommt ganz sicher immer 3 Ressourcen raus und der Baum wird niemals kaputt gehen. Dann machen wir weiter mit ein paar Geheimtipps. Zum Beispiel gibt es hier einen Sterni-Sack im Boden vergraben jeden Tag und dort könnt ihr eben einen Sterni-Sack wieder zurückgeben, um einen kleinen Geldbaumsetzling zu haben. Und hier könnt ihr bis zu 10.000 Sternis hochgehen, je nachdem was ihr vergrabt. 3-mal so viel wird dann am Baum hängen. Ihr könnt allerdings den Sterni-Baum nur einmal schütteln, danach wird es zu einem normalen Baum wieder. Aber das könnt ihr eben jeden Tag auch mal wieder so einmal machen und ihr könnt den Setzling vor allem umpflanzen, falls das Loch genau an einer ungünstigen Stelle ist. Keine Sorge, mit der Schaufel sollte das kein Problem sein, da zerstört ihr den Baum nicht, ihr könnt ihn einfach so woanders hinpacken. Und wo wir gerade bei Bäumen umpacken waren, könnt ihr mittlerweile auch Früchte essen, um ganze Bäume auszuhebeln, pro Frucht einen Baum. Und damit könnt ihr sogar wirklich Bäume und Früchte komplett auf eure Insel bringen, ohne zu warten, dass dieser Baum wieder aufblüht und erst wächst. Ihr könnt wirklich den kompletten Baum einfach so bei euch hinpflanzen. Und ihr könnt sogar Steine komplett kaputt machen. Falls euch zum Beispiel ein Stein nicht gefällt an der Location, könnt ihr eine Frucht essen, um mit der Schaufel oder Axt den Stein eben zu zerstören. Der Stein spawnt dann irgendwo neu am nächsten Tag, aber wichtig, nur ein Tag
pro Stein. Umgekehrt, nur ein Stein pro Tag. Ihr könnt also nicht einfach so alle Steine von eurer Insel kaputt machen und denken, am nächsten Tag sind alle wieder respawned an anderen Punkten. Nein, nur jeweils an einem Tag ein neuer Stein, also macht nicht alle auf einmal kaputt. Machen wir weiter mit dem letzten Tipp und das sind hier die Wespen. Ich weiß, die Wespen können manchmal sehr, sehr nervig sein und vor allem ein hektisches Szenario auslösen. Aber wenn ihr den Kescher schon in der Hand habt, wenn ihr den Baum schüttelt, könnt ihr dem vorbeugen und direkt einfach mal die Wespe fangen. Da wird sich auch Eugen freuen im Museum und ihr habt gleichzeitig auch nochmal verhindert, dass ihr gestochen werdet. Also Win-Win-Situation für alle. Und das war's auch mit dem Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wie immer verabschiede ich mich mit einem Shoutout an meine Kartoffelkönige, die mich finanziell mit einer Kanalmitgliedschaft unterstützen. Falman Annika, The Prophet, Alex, Stefan Sandmeier, Honeybee, Yannick, Big Chris TV, Chrissel, Lil Assassin, Blackout, Tyson of Us, The Joker, Marcel, Sandy Melsny, Nokim, MSR, Flying Fussel, Papa Joe, Robin, El Matador, Ralf, Markus, Latenz, Chito, Frankie, Tristan, Gerhard, Julian, Matze, Shark, Gin, Flomo und Marcello. Vielen Dank an euch, ich verabschiede mich an der Stelle. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Cut. Und ciao. Boom. Ba-ba-dum. Boom. Ba-ba-dum-bum. United Potatoes. United Potatoes. 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 United Potatoes.